Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute steht mal kein Henry an meiner rechten oder linken Seite, sondern ein Carlos. Hallo, Carlos. Carlos ist von den Rohkostlingen und wir kennen jetzt auch schon uns länger. Wir haben auch schon an einem Produkt zusammengearbeitet. Da kommen wir auch jetzt noch in diesem Video dazu. Warum machen wir heute dieses Video? Einige von euch haben ja auch schon meine Food Diaries mit meinen Kindern gesehen, die ich in den letzten Wochen hochgeladen habe. Und da zeige ich auch immer zum Beispiel Brot, welches ich meinen Jungs anbiete, das ist immer glutenfrei, oftmals. Und da bekam ich ganz oft die Frage, wieso achtest du denn auf glutenfreies Brot? Warum muss das Brot denn glutenfrei sein? Und darauf möchte ich heute auch eingehen. 2015 habe ich mit Carlos und Caro von den Rohkostlingen, mit der Sophia Kröner, an einem glutenfreien Kongress gearbeitet, an einem glutenfreien Challenge. Und wir haben so viel wertvolles Wissen zusammengetragen und uns auch nochmal bei der Arbeit an diesem Paketkongress bewusst geworden, wie wichtig dieses Thema glutenfrei für viele Menschen ist. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen dieses Wissen vielen, vielen Menschen zugänglich machen und haben dieses ganze Paket, diesen Kongress, diese Challenge nochmal aufgearbeitet und stellen das jetzt als kostenloses glutenfreies Wissenspaket euch zur Verfügung, also alle Menschen da draußen, die sich interessieren. Wenn ihr jetzt auch vielleicht noch gar nicht wisst, warum soll ich mir jetzt dieses kostenlose Wissenspaket herunterladen, deswegen habe ich nämlich jetzt auch hier den Carlos neben mir stehen, weil wir nämlich einfach noch mal kurz über das Thema glutenfrei sprechen wollen. Da gebe ich gleich mal an dich weiter. Was denkst du, warum sollten sich die Menschen für dieses kostenlose glutenfreie Wissenspaket interessieren überhaupt? Wieso sollen sie sich eigentlich mit dem Thema glutenfrei beschäftigen? Ja, danke, Silke. Also, wie du schon sagst, ist natürlich Gluten. Was ist überhaupt Gluten? Also, viele hören Gluten, glutenfrei. Betrifft mich das überhaupt? Ist es immer noch Nahrung drin? Und wie du schon sagst, wir haben in 2015 ja uns mit diesem Thema erstmal so richtig auseinandergesetzt und mal geguckt, was passiert denn überhaupt mit Gluten? Was richtet das an? Und wir haben eben festgestellt, dass Gluten, also in ganz vielen verschiedenen Getreidesorten eben enthalten ist und diese Getreidesorten in fast allen Backwaren, Pizzen, Spaghetti, Nudelgerichten, selbst vegane Fleischgerichte, also es sind so viele Produkte, wo dieses Gluten enthalten ist, also man weiß es am Anfang gar nicht, also es betrifft wirklich so ziemlich jeden Mensch, ne? Also jeder hat Kontakt mit Gluten in verschiedensten Arten und Weisen und es ist vor allem reagieren die meisten Menschen auf Gluten, aber eben nicht mit einer ganz krassen, mit einem ganz krassen Symptom, sondern viele, viele kleine Symptome können es eben sein. Das geht beim Kopfschmerz los und hört mit einer unreinen Haut auf oder vielleicht auch die Blähungen oder man hat vielleicht so ein gedämpftes Denkvermögen oder man fühlt sich so leicht betrunken. Also können ganz, ganz viele verschiedene Symptome sein, die da eben aufgezählt werden. Und uns ist es erstmal so richtig bewusst geworden, eben als wir auch uns um dieses Thema gekümmert haben und eben auch viele Berichte, Studien von Ärzten gelesen haben, viele Interviews mit Ernährungsberatern, Foodbloggern, Ärzten geführt haben, die uns dann eben auch nochmal darauf hingewiesen haben, wie sich denn überhaupt so eine Glutenunverträglichkeit bei Menschen auswirken kann. Und einige von uns, von den Experten, die wir da eben auch interviewt haben, haben uns gesagt, dass wahrscheinlich jeder Mensch, also jeder, das ist richtig, das sind alle, ne, mit diesem Gluten ein Problem haben, weil eben dieses Gluten auch in den letzten 50, 60 Jahren massiv verändert wurde. Also man geht eben davon aus, dass durch Züchtung, durch Genmanipulation eine völlig andere Pflanze entstanden ist und unser Darm und unsere DNA sich ja in den letzten 100 Jahren, 1000 Jahren, 10.000 Jahren fast nicht verändert hat, dass wir eigentlich jetzt ein Problem damit haben, eben dieses Produkt zu verändern. Das betrifft vor allem Weizen, ne? Vor allem Weizenprodukte. Und Weizen ist auch wirklich das, was du meistens für Nudeln, Pasta, genau. Kekse, alle möglichen Sachen, Fladenbrot, ja, alles Mögliche verwendet wird. Das ist ja so ein Hauptnahrungsmittel wirklich. Die Palette, die Nahrungspalette ist so riesengroß, dass man fast nicht, also man kann fast nicht alle aufzählen. Mhm. Und das Problem, was eben viele haben, wenn wir sagen, okay, ernähr dich glutenfrei, ist, ach du Heimat, was soll ich denn jetzt überhaupt noch essen? Kann ich jetzt überhaupt noch irgendwas essen? Mhm. Und das ist an sich die Hauptintention, dass wir uns mal Gedanken gemacht haben, wie kann man denn überhaupt glutenfrei wie kann man sich denn glutenfrei ernähren? Genau. Ja, ich wollte nur sagen, mein Futter, ihr seht ja zum Beispiel auch mit meinen Kindern, ich backe eben für die Kinder glutenfreies Brot. Manchmal mische ich das wirklich selber, manchmal nehme ich eine Backmischung aus dem Bioladen. Also es gibt dann auch Möglichkeiten, sich wirklich glutenfrei zu ernähren. Oder wir kochen, oder ich koche für die Jungs Nudeln aus Reis oder Buchweizen, das ist ja alles möglich. Oder es gibt glutenfreie Kekse. Mhm. Und ich versuche aber schon, den Jungs mehr Frischkost, ne? Mehr Frischkost anzubieten. Dass man einfach nicht auf die Ersatzprodukte jetzt gerade. Es gibt ja auch viele glutenfreie Produkte in Supermärkten, aber wenn man da die ganzen Zutaten
anschaue, ist auch wieder nur ein Industrieprodukt. Nur, dass es einfach Gluten ist. Aber es ist wieder ein Industrieprodukt und hat wieder andere Stoffe, die für unseren Darm nicht gesund sind. Ne? Ja, diese Produkte sind halt oftmals aus Stärke, heiligen Lebensmitteln oder Pflanzen hergestellt. Und diese Stärke ist eben vom Organismus wiederum auch nicht gut. Es bildet sich sehr viel Schleim. Genau. Es bildet sich sehr viel Zucker. Und das ist wieder ein ganz anderes Thema, wo man dann eingerät. Die Ersatzprodukte, ich will sie nicht verteufeln, die sind gut. Für den Übergang ist es auf alle Fälle. Genau, vor allem für den Übergang sehr gut geeignet. Aber zum Schluss ist natürlich die Frischkost das Wichtige. Aber das Wichtigste oder das Hauptproblem an Gluten ist, dass es eben einmal aufs Gehirn, also sehr viel Auswirkungen auf das Gehirn hat. Also es gibt jetzt auch viele Studien, die eben immer näher bringen, dass zum Beispiel Demenz, Alzheimer, Parkinson, diese ganzen Nervenkrankheiten, bipolare Störungen, eben damit in Verbindung gebracht werden. Und vor allem, dass Gluten eben auch süchtig machen kann. Ja. Also das wird ja massiv in verschiedensten Berichten auch gezeigt, dass eben diese Sucht nach Weizen so tiefgreifend ist, dass die meisten Menschen gar nicht davon wissen, dass sie überhaupt süchtig sind, ja. Das aber Sinn in so einer Kette drin hängen oder in so einer Schleife drin hängen, dass sie dort fast gar nicht rauskommen. Und daran sehe ich persönlich ein sehr großes Problem, denn für die Menschen überhaupt dort rauszukommen. Ja. Und es ist auch so, also man muss nicht mal eine ausgewiesene Glutenunverträglichkeit haben. Ja, ja. Viele sagen, oh, bei mir hat man nichts festgestellt, ich vertrage Gluten. Ich hatte auch kürzlich ein Gespräch mit einer Frau, die sich eine Weile glutenfrei ernährt hat, weil sie das Gefühl hat, das bekommt ihr besser und hat sich wirklich auch gut gefühlt. Dann war sie mal, hat einen Mediziner gewechselt, einen Hausarzt, hat dann nochmal das testen lassen und hat gesagt, sie haben keine Glutenunverträglichkeit, essen sie mal wieder Gluten. Hat sie wieder Gluten gegessen, hat sich wieder schlechter gefühlt. Verdauung, Müdigkeit. Also genau. Also kamen sind wieder verschiedene Symptome aufgetreten. Vor allem, wenn man da so drin ist, man merkt gar nicht, man merkt es wirklich erst, wenn man eine Weile glutenfrei gelebt hat, wie sich das anfühlt. Genau, also man braucht ungefähr so 4 bis 5 Wochen, damit eben auch diese Rezeptoren sich dann ein Stück weit verringern oder nicht mal ganz so sehr belegt sind, dass sich die Bakterien im Darm eben auch entfernt haben, also durch diese, man hungert sehr praktisch aus, indem man eben keinen Gluten mehr isst. Und nach der Zeit merkt man dann erstmal, dass man so ein bisschen sensibler dafür wird. Und wenn man dann mal wieder Gluten isst, also irgendwelche Weizenprodukte, dann merkt man erstmal, wie sehr die wirklich aufs Gehirn, also wie sehr die belasten, je nachdem eben, wo man eben auch seine Sensibilisierung hat. Und was du schon auch angesprochen hast, genau das ist eben auch bei unserem Produkt, also wir haben auf dieses Wissenspaket gibt es auch natürlich Produkte, die denjenigen helfen, von Gluten wegzukommen. Also es gibt richtige Coaching-Angebote von uns. Wir haben extra für alle diejenigen, die sich eben gerne glutenfrei werden möchten, haben wir extra Programme aufgesetzt, die eben in ganz kurzer, knackiger Zeit zeigen, wie man eben glutenfrei wird, wie man eben seine Ernährung umstellen kann, hin zur Frischkost. Und das sind an sich so die Hauptintention, die wir mit diesen Programm, mit diesem Wissenspaket eben auch vorantreiben wollen, dass die Menschen die Möglichkeit finden, sich glutenfrei zu ernähren. Genau. Und den Link zu diesem kostenlosen Wissenspaket findet ihr unten in der Infobox. Könnt ihr euch, weiß nicht, wie läuft das ab, man trägt sich einfach ein. Genau, man kommt, wenn man auf diesen Link kommt, dann kommt ihr auf eine Seite, da tragt ihr eine E-Mail ein und dann kriegt ihr ein Passwort zugeschickt und dann könnt ihr euch alle Beiträge anschauen. Und dort gibt es dann auch die Links zu den einzelnen Programmen, die euch dann helfen können, eben die glutenfreie Ernährung dann anzuwenden. Und wenn ihr dort reinschaut, die Beiträge sind alle kostenlos. Und wenn ihr so ein Coaching machen wollt, dann kommt ihr eben in den anderen Modus und dann könnt ihr dort uns ansprechen oder die eben kaufen und euch dort durchleiten lassen. Und was ist denn alles in diesem kostenlosen Wissenspaket drin? Du bist ja bei uns der Techniker, du hast das alles eingerichtet und hast ja auch die Pakete praktisch in Coaching geteilt, beziehungsweise in dieses kostenlose Wissenspaket. Was hast du da alles jetzt reingepackt? Also dieses kostenlose Wissenspaket beinhaltet Informationen erstmal über Erkrankungen, die durch Gluten eben hervorgerufen werden können. Dort haben verschiedenste Wissensbotschafter eben ihre Beiträge hinterlegt. Dann gibt es eine Kategorie, das sind die Erfahrungsberichte. Dort sprechen eben Leute, die glutenunverträglich waren und sich dann eben auf glutenfreie Ernährung umgestellt haben, über ihre Erfahrungen und erzählen, was sie alles dabei erlebt haben, welche Symptome sie dort bemerkt haben oder wie sich eben bei ihnen diese Glutenunverträglichkeit überhaupt gezeigt hat. Das ist ein sehr interessanter Bericht. Und dann gibt es noch die Kategorie Leben mit Zöliakie oder eben mit einer glutenfreien Unverträglichkeit. Und dort gibt es dann Informationen, wie man sich verhalten kann, wo man Informationen herkriegt, um eben glutenfrei zu leben. Genau, und der Coaching-Bereich ist dann eben in drei verschiedene Bereiche geteilt. Es gibt einmal
für die Einsteiger gibt es 4 Rezeptbücher und ein Rezeptbuch, also 4 Rezeptbücher mit veganen Rezepten. Es gibt ein Rezeptbuch mit auch omnivoren Rezeptbüchern. Wir haben uns dazu entschlossen, eben auch Fleischgerichte mit reinzunehmen. Ich weiß, viele Veganer sagen, wie könnt ihr das machen? Aber Gluten ist eben nicht Rohkost oder nicht Veganismus, sondern es geht um eine ganz andere Lebensmittel oder eine ganz andere, wie sagt man? Einen anderen Fokus eigentlich. Es ist einfach ein anderer Fokus, genau. Es soll ja ist auch für die Menschen interessant, die alles noch essen. Genau. Aber die dann sich auch dafür interessieren und die kann man dann nicht einfach gleich mit Rohkosten vegan Rezepten. Das wäre dann zu viel. Ne? Genau. Gluten verzichten und dann auch auf tierische Produkte und mehr Rohkost, die sind dann oftmals überfordert. Und in diesem ersten Paket gibt es eben diese Rezepte, omnivor und vegan, mit Einkaufszettel, mit Produktempfehlungen, mit Einkaufsempfehlungen, mit Kennzeichnungen, also woran erkennt man glutenfreie Produkte, das gibt es alles dort. Es gibt eine kompakte Anleitung, da gibt es noch Umstellungstipps, Inspirationen. Viele, viele Videos dazu, wie man sich eben auf glutenfreie Ernährung umstellen kann. Und dann gibt es das 5-Wochen-Coaching, richtig 4 Lektionen, mit, vor allem mit Warengruppen. Dort werden richtig Produkte an euch rausgeschickt, die ihr dann bekommt, wo ihr euch dann richtig glutenfrei ernähren könnt. Richtige Aufgaben, psychologische Betreuung, Motivationsbetreuung. Ihr habt eine Facebook-Gruppe, ihr kriegt eine Stunde richtig Coaching mit uns. Also das ist ein richtig großes, kompaktes, umfangreiches Programm. Da helfen wir euch raus aus der glutenhaltigen Ernährung, rein in die vegane, gesunde Frischkosternährung. Und genau, wenn ihr dort reinschauen wollt, dann genau. Den Link findet ihr unten. Noch ein kleiner Tipp zum Wissenspaket. Das Wissenspaket wird von uns ständig erweitert. Das heißt, wir sprechen immer mehr Foodblogger, Ernährungsexperten, Ärzte an, die uns ihre Erfahrungen über Gluten und glutenfreie Ernährung schildern. Das heißt, das Wissenspaket wird auch zukünftig immer größer und immer attraktiver und wird hoffentlich in nächster Zeit eine der größten Wissenssammlungen über Gluten werden. Und Silke ist natürlich auch dabei, ich bin mit dabei, die Sophia ist mit dabei, die Nadine Hagen ist mit dabei. Rüdiger Dahlke ist im Coaching-Programm mit dabei und hat auch ganz wertvolle Informationen. Also es sind viele bekannte Foodblogger schon dabei, die auf jeden Fall ihr Wissen dort schon zur Verfügung gestellt haben. Regine Wolf vom Pubertätskongress, ganz interessant. Marlon ist angefragt, der hat auch sehr großes Interesse, der wird auch mit dabei sein. Also es sind sehr viele jetzt schon auch in der Pipeline, die jetzt als nächstes noch mit auf ihr Interview warten. Und genau, dort können wir auf jeden Fall noch gespannt sein. Dort gibt es noch vieles Neues. Okay, das war's von uns und ich freue mich ganz sehr, Carlos, dass du hier nochmal so viele Informationen geliefert hast. Ich bin da gar nicht mehr up to date, merke ich, aber wie gesagt, Carlos hat das alles eingerichtet auf seiner, ihr habt das ja... Genau, die Glutenfrei Challenge war vorher eben ein separates Projekt auf einer extra Seite. Dadurch, dass ich das jetzt in der Technik verwalte, liegt das jetzt auf unserer Seite, aber es ist... Wahnsinn, hast du nochmal ganz viel Arbeit reingesteckt. Genau, nochmal ein Jahr Arbeit investiert, aber ich hoffe, es lohnt sich. Ja, auf alle Fälle. Ja, also wenn ihr interessiert seid, der Link... Ich glaube, alle guten Dinge sind 3. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Holt euch das glutenfreie Wissenspaket, das ist kostenlos und wird eure Gesundheit auf ein neues Level heben. Genau. Dann viel Spaß damit. Ich wünsche euch gute Zeit, bleibt schön gesund und ja, macht's schön gut. Bis bald.